Die Tiroler Mannschaftsmeisterschaft im Dressurreiten in Igls. Über 400 Starts und über 120 Pferde auf der Anlage waren eine große Herausforderung für das Organisationsteam des Reitclubs Innsbruck-Igls. Ja, das geht also ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer, die so ein Verein hat, nicht. Und heute haben wirklich alle geholfen. Und ehrenamtlich war auch der Petrus heute tätig, sodass wir das relativ gut mit einem kurzen Regen dieses Turnier auch absolvieren konnten. In Igls fühlen sich die Vereinsmitglieder äußerst wohl. Ich bin hier in Igls Einstellerin, weil ich die optimalen Trainingsbedingungen für mein Pferd vorfinde und auch der Rundumservice passt. Das Wohlfühlen des Pferdes ist hier einfach optimal. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Musikkür. Generell gewinnen Pferdeturniere in Tirol immer mehr an Bedeutung. Wir sind sehr glücklich, dass es in Tirol immer mehr Veranstalter gibt, die so wunderbare Turniere machen. Ich bin sehr dankbar der CAG Innsbruck, bei der ich vor einigen vielen Jahren als Mädel angefangen habe zu reiten und jahrzehntelang Mitglied war. Die Tiroler Mannschaftsmeisterschaft im Dressurreiten ist für die ganze Familie ein Vergnügen. Es ist ja eine ganz tolle Veranstaltung. Man sieht ja an den Haufen Zuschauern, die da sind. Also eine große Klasse, was da geboten wird und was den Reitverein Innsbruck-Igls selber anbelangt, muss man sagen, das Angebot, das da herrscht, das ist wirklich grandios. Angefangen von den Bonus für die Kleinsten bis hin zum therapeutischen Reiten, das heute ja nicht mehr wegzudenken ist, speziell für Kinder, die ein Handicap haben. Detail am Rande: Der Veranstalterverein CRG Reitclub Innsbruck-Igls hat den Meistertitel in der Mannschaft von 2011 verteidigen können. Weitere Infos finden Sie auch online unter www.reitclub-innsbruck.com.